Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Kaiju Nummer 8. Ich habe richtig Bock. Die erste Folge war echt gut, hat mir mega gut gefallen. Und ich bin gespannt, was jetzt aus der Serie und vor allem, wie die nächsten Folgen so sein werden. Also, wir sehen uns gleich. Ciao! Ja, das Ende war ja schon krass. Er hat sich nämlich selber in einen Kaiju verwandelt. Ich starte noch einen Anlauf, um ein Chormitglied zu... Digga, das Ding sieht aber auch echt übelst scheiße aus. in seinen Mund rein. Keine Sorge. Wenn es soweit ist, werde ich an deiner Seite sein. Immer zu. Auweia, du liest eindeutig zu viele Mangas. Du blöder Kuh! Du erzählst das meiner Mama oder deiner Mutter. Die beiden würden es sofort der gesamten Nachbarschaft stecken. Herzlichen Dank. Oh, okay. Ja. Zweit müssen wir uns wirklich vor nichts fürchten. So sieht's wohl aus. Aber irgendwann haben sich die Wege natürlich getrennt. Da sehen wir sie. Digga, die hat einfach einen Tiger dabei. Krass ist das denn bitte? Das Kaiju wurde innerhalb des Krankenhauses entdeckt. Oh, stimmt, die sind ja abgehauen. Ich bin gespannt, ob er sich auch dann wieder in einen normalen Menschen verwandeln kann oder ob der jetzt immer in der Kaiju-Form ist. Dieser nervige Alarmton geht mir echt auf den Sack. Ich hab's, wir müssen nur das Missverständnis aufklären. Setz eine Tess Lächeln auf. Ein Lächeln? Kommt sofort. Nee, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Salat. Hey, Opa, lebst du noch? Okay. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Kraft. Ich bin da wirklich voll das Kaiju. Wir nehmen das Fenster. Junge. Also muss... Ja. Junge, geil. Natürlich ist der so krass, aber muss sich erstmal dran gewöhnen. Warte auf mich. Ja. Natürlich. Das Kaiju ist vom Krankenhaus Süd-Yokohama geflüchtet. Es begibt sich zu einem evakuierten Bezirk. Mhm. Kafka ist ein Kaiju? Ja. Und wieso? Kann man dieses Ding überhaupt als Kaiju bezeichnen? Pass auf! Eine Sache muss ich dich sicherheitshalber fragen. Bist du wirklich Kafka? Sei ehrlich! Ich fange schon selbst an, daran zu zweifeln! Oh! Was zum Fick ist das, irgendein Modus? Das würde ich auch gerne wissen. Digga, oh mein Gott! Guck doch mal! Ich futtere gerade einen lebendigen Vogel! Oh, Alter, voll ekelhaft! Bro! Oh, die Dinger sind weg! Das war ebenfalls abartig! Ich habe ein riesiges Problem! Ich muss ganz dringend schiffen! For real? Ich will überhaupt nicht mit diesem Körper pinkeln! Ich möchte nicht als ein erwachsener Mensch auf offener Straße urinieren! Aber wie willst du strollern? Da ist kein Schlingel, wo was rauskommen könnte! Oh mein Gott! Junge, was laberst du? Aus den Nippeln kommt es, Junge! Ich werde nicht mehr heiraten wollen! Ich möchte nur noch... So krass! Mach mal halblang, du hast jetzt ganz andere Probleme! Ey, wie geil! Ach, Junge! Was meinst du, wird wohl aus mir? Dass ich niemals ein Chormitglied sein werde, oder? Wie schrecklich! Verdammt! Dabei wollte ich doch noch einen Anlauf wagen, um ihr nachzueifern. Wie soll ich das mit diesem abgespaceden Körper tun? Irgendetwas nähert sich uns. Chormitglieder? Nein. Es kommt aus dem Untergrund. Das ist... Oh, der kann sie spüren. Okay, das ist nice. Wagen Nummer 2 fährt geradeaus weit. Das gehört zur selben Sorte wie das, das uns angegriffen hat. Woher weißt du das denn bitte so genau? Jedenfalls schmälert das die Zahl der Chormitglieder, die dich jagen. Suchen wir uns. Das stimmt. Glücklicherweise, ich würde mal sagen, Glück im Unglück. Bereits eingeleitet. Hoffen wir einfach, dass keine Opfer entstehen. Mama! Mama! Lauf weg, mein Kind. Oh no! Nein, gib nicht auf, ich werde dich befreien. Ja, das wird, glaube ich, nix. Ich glaube, da ist was. Ja.
Da ist die Spinne, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, was das ist, aber ich würde es als Spinne bezeichnen. Oh mein Gott. No. Oh, er hilft. Oh! Shit. Was ein Ding. Es sah gut aus. Ja, der muss erstmal klarkommen. Ich bin ja völlig overpowered. Ja. Overpowered weiß ich zwar nicht, aber auf jeden Fall stärker. Sorry, sorry. Gucci Goose, Smiley Face. Oh, hab's ja kapiert. Ich bin gleich wieder weg. Hör auf zu weinen. Mama, alles okay? Sie ist lediglich ohnmächtig. Nur keine Sorge. Wirklich? Ja. Ah, oh, der ist zurück. Ja, natürlich. Also so eine Faust ist schon stark, aber ich glaube noch nicht alles, um es zu erledigen. Kämpfen. Ich verpasse diesen Piss wie meine ordentliche Breitseite. Eins, zwei. Und drei. Oh! Oh mein Gott! Also der kann seine Kraft bündeln. Ja, ja, jetzt regt. Oh, gut. Nice. Krass, krass. Oh, leck mich fett. So einen krassen Schlag darfst du auf keinen Fall gegen einen Menschen einsetzen. Nee, der ist direkt tot. Es besteht keine Gefahr mehr. Ihre Mutter muss in ein Krankenhaus. Naja, gut, verständlich, dass sie Angst hat, die Kleine. Hör mal, das Verteidigungskorps wird jeden Moment hier sein. Ich bin gleich weg. Sei also unbesorgt. Herr Kaiju? Herr Kaiju. Oh, wie süß. Herzlichen Dank. Oh. Herzlichen Dank. Oh, das sitzt tief jetzt. Das stimmt, wir müssen nur zusammenbleiben. Ja, ich bin gespannt, ob die erzählen, wie sie es geschafft hat und wie er ja mehr oder weniger verkackt hat. Das hätte sein können, aber war es nicht. Zu. Ja. Ich werde nicht das Handtuch werfen. Schließlich muss ich es unbedingt an ihre Seite schaffen. Also kann er es doch. Okay, also zumindest ein Teil. Ja, mal sehen, ob die Kleine was ausplaudert. Erzähl oder ob sie leise ist. Alles von dem Kaiju, das du gesehen hast. Sag mal. Würdest du das freundliche Kaiju bitte verschonen, das wäre lieb. Ah, okay, sie hat's gesagt. Es hat nämlich meiner Mama das Leben gerettet. Kaiju Nummer 8. Das ist der Codename, den das Verteidigungskorps dem 8. Kaiju-Exemplar gegeben hat. Die Sache ist ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Drei Monate sind vergangen. Wie der aussieht. Seit der Gründung des Verteidigungskorps gilt Kafka als erster ungelöster Vorfall. Sämtliche Korpsmitglieder Japans sind auf der Suche nach ihm. Die zwei Schreiben hier sind für dich und Kafka angekommen. Er ist schon früh morgens zum Einsatzort los. Bring es ihm doch bitte mit. Geht klar. Stimmt ja. Früher hat Kafka jedes Jahr an der Prüfung teilgenommen. Es war wie eine Tradition. Dazu gehörten auch die Aufmunterpartys. Oha, reife Leistung. Nicht schlecht, Herr Speck. Nicht schlecht. Danke sehr. Soll ich Kafka stattdessen den Wisch überbringen? Ach was, nein, ist schon gut. Ich übernehme das gern. Na, guckt selber rein. Was ein Gauner. Aber anscheinend hat er es auch geschafft. Kafka hat also wieder teilgenommen. Allerdings ist es dieses Jahr der letzte Anlauf. Ich gönne es ihm von Herzen, dass er diese letzte Chance am Schopfe packt.
Der Kerl hat sich die ganze Zeit dafür ins Zeug gelegt. Oh, der sieht ganz normal aus. Kafka! Ich hab die erste Runde bestanden. Ohne Scheiß? Oder auch nicht. Was? Musst du morgens schon so schroff sein? Guck mal in den Spiegel, begreif gefälligst deine Lage. Oh, shit. Ah, Mann. Wie verwandle ich mich jedes Mal, ohne es zu bemerken? Bin wieder ganz der Alte. Am Arsch, bist du gar nicht. Junge, wie geil. Okay, hab's ja kapiert. Es tut mir leid. Wir behaupteten nach dem Vorfall... Also, der kann sich echt zurückverwandeln. Mega gut. Ist er bisher noch nicht aufgeflogen. Hier, das ist ein Brief, bitte sehr. Bestanden? Ach, wie schön, da bin ich aber beruhigt. Na sowas, ich dachte, du würdest dich mehr darüber freuen. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich bin sonst immer erst in der zweiten Runde durchgefallen. Bist du stolz? Und? Was hast du jetzt vor? Keine Sorge, ich verberge mein Geheimnis. Das überzeugt mich so gar nicht! Anders als bei der schriftlichen Prüfung soll es dort von Mitgliedern nur so wimmeln. 3 Monate sind inzwischen vergangen und ich habe viel nachgeforscht, aber keinen Weg gefunden, um alles rückgängig zu machen. Da ich schon 32 Jahre alt bin, wird die kommende Prüfung für mich die wahrhaftig allerletzte Gelegenheit sein. Na gut, ein Riesenfan von ihr anscheinend auch, ne? Werde ich weiter meinen Weg gehen, auch wenn dir irgendetwas zustoßen sollte. Hm. Denn immerhin sind wir zwei dann erbitterte Rivalen. Hm. Ja, naja. Mensch, der Deckel sitzt total fest. Ich nehme alles zurück, du bist doch am Arsch. Warte mal, ich krieg das schon gebacken. In der Prüfung verberge ich diese Gestalt. Ich bin nicht einfach auf. Okay, wird Zeit für meine Revanche. Ja, der muss sich auf jeden Fall zusammenreißen, ansonsten wird's schwierig. Ich frage mich, ob der aber auch ohne in seiner Gestalt zu sein, also als Kaiju, trotzdem so ein bisschen die Kraft hat. Jetzt gerade eben sah es nicht so aus, aber wer weiß. Ikros. Das ist also der Stützpunkt Tachikawa des Verteidigungskorps. Magaya habe ich bei einer Sozialkunde-Exkursion gesehen und der hier ist größer. Liegt daran, dass sie sich den Standort mit den JGSDF teilen. In einem Notfall kooperieren sie und entsenden Mitglieder nach Nishi-Tokyo. Wenn du dich hier verwandeln solltest, hat dein letztes Stündlein geschlagen. So viel. Ja, auf jeden Fall. Ja, die kommt natürlich ganz cool wahrscheinlich. Oder es sind halt auch andere dabei natürlich. Der ist übermotiviert. Es bringt nichts, jetzt Schiss zu kriegen. Lass uns gehen. Ja, genau dich meine ich. Du kannst ruhig mal etwas früher reagieren. Okay. Kennt die sich? Hä? Was, ich? Ist das Mädchen auch ein Prüfling? Ich bin kein alter Knacker. Noch bin ich süße 32. Also ein alter Sack. Oh, ja, das ist übertrieben. Also, bitte. Diese olle Schrottmühle, da gehört doch dir, oder? Habe ich recht? Fahr sie weg, damit mein Wagen stattdessen dort parken kann. Es sind doch super viele Parkplätze noch frei! Er soll aber genau dort stehen. Meine heutige Glückszahl ist nämlich die 5. Glückszahl? Die will mich wohl verarschen, ey! Junge! Eigentlich? Boah. Komm mal her! Lass dir von dem alten Onkel mal ein paar Manieren eintrichtern! Okay, lass gut sein. Ich räume sie selbst weg. Hä? Oh, was soll das werden? Dieser Anzug. Digga! Oh mein Gott, die schmeißt einfach das Auto weg. Ich bin Kikuro Shinomiya. Mein Hobby ist es, Kaijus zu killen. Schreibt euch das hinter die Löffel. Shinomiya, dieser Familienname. Ja, das sieht schon so aus, als haben die Geld, ne? Also. Echt seltsam. Du müffelst irgendwie nach Kaiju. So Leute, und damit kommen wir zum Fazit von Kaiju Nummer 8 oder Number 8.
War eine coole Folge. Also ich muss sagen, die Serie bisher gefällt mir ganz gut. Auch die Story dahinter. Ich bin gespannt, ob Kafka das schafft, im Verteidigungskorps zu kommen. Oder ob er sich als Kaiju natürlich dort irgendwie reinmogeln wird. Wie auch immer. Ich habe richtig Bock auf die Serie, muss ich sagen. Und ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao.